Gott hinterlässt in jedem von uns seine Unterschrift. Eine einzigartige Unterschrift. Die Wissenschaft nennt sie DNA oder DNS. Viele moderne Fächer der Wissenschaft bauen auf diese winzige und wunderbare Eigenschaft. Das ist ein Geheimnis der Schöpfung Gottes. Damit sagt er zu dir, du bist einzigartig, du bist wertvoll, du bist mein. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ja, Gott spricht ähnlich nicht nur zum Propheten Jeremia, sondern auch zu dir und mir. Er trägt uns auf seinen Händen. Gott ist wunderbar. Er schuf uns nach seinem eigenen Bilde. Deshalb bitten wir, Gott, ich danke dir für deine wunderbare Zuwendung. Ich spüre deine einzigartige Unterschrift in mir. Lass mich diese einzigartige Unterschrift durch Liebe und Menschlichkeit sichtbar machen. Hilf mir, dass wir einander in Geschwisterlichkeit die Hände reichen und dich weitergeben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. So segne und behüte euch alle, die zu euch gehören, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.